Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den BFC Dynamo. Endstand 1:1 vor insgesamt 1065 ZuschauerInnen. Ich begrüße neben mir auch die beiden Trainer. Ich begrüße Gästetrainer Rainer Backhaus. Herzlich willkommen und unseren Trainer Semi. Rainer, als Gast gebührt dir das erste Wort. Ich darf dich um dein Statement zum Spiel bitten. Ja. Das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung. Viktoria hat den Punkt mehr als verdient. Wir haben grottenschlecht gespielt. So ehrlich muss ich das an der Stelle konstatieren. Wir haben in der ersten Halbzeit zwar auch nicht angefangen, hatten da auch schon Möglichkeiten auf das 1-0, was in der Phase uns mit Sicherheit gut getan hätte, haben aber dann so ab Minute 15 bis 20 gar keinen Zugriff mehr gefunden zum Spiel und haben das Laufen eingestellt. So hat sich das angefühlt. Wir haben in der zweiten Halbzeitpause knallhart analysiert, dass das so nicht geht und haben dann mit einer taktischen Umstellung auf Dreierkette das Spiel wieder im Griff, hatten die ersten 15 Minuten dann auch so weiterspielen, dass wir auch in der Phase verdient in Führung gehen und dann passiert das Gleiche wieder. Dass wir am Ende gar keine Entlastung hatten, dass wir wichtige Meter nicht gemacht haben, gegen den Ball, mit dem Ball Konter ganz schlecht ausgespielt haben, nicht mehr sauber verteidigt haben, uns nicht geschützt haben in Zweikämpfen. Und das macht mich wütend an der Stelle, denn das Ergebnis ist das eine, aber die Art und Weise, dass er heute einfach nur grottenschlecht und da kann man sich einfach auch nur entschuldigen für diese Leistung der Mannschaft. Und ich verstehe das nicht, dass wir so zwei Gesichter zeigen in einer Halbzeit. Das ist für mich nicht akzeptabel. Diese Energie, das Energielevel, was wir von Beginn an hatten, bricht auf einmal weg. Und ich weiß nicht, ob das immer nur mit Kraft zu tun hat, aber daran müssen wir sehr, sehr schnell Lösungen finden, weil sonst wird das eine sehr harte Saison und das kann man an der Stelle auch sagen. Mit der Laufleistung in jeweils der zweiten Halbzeit, der Halbzeit oder der Halbzeiten reicht das nicht aus. An der Stelle muss man so ehrlich sagen. Vielen Dank nochmal für die Zuschauer, die dabei waren heute vom BFC, die auch nach dem Spiel die Mannschaft mit offenen Armen empfangen haben und gefeiert haben. Ich möchte mich aber für die Leistung in jeweils den letzten 20 Minuten der beiden Halbzeiten entschuldigen. Vielen Dank. Danke, Rainer. Semi, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, relativ ähnlich. Ich glaube, die ersten Minuten sind wir relativ nervös gestartet, waren etwas unruhig. Wir wussten halt auch, dass beim Gegner natürlich qualitative Spieler in der Spitze auch spielen, mit Beck, mit Suic. Und wir wussten halt auch, dass diese Partie eigentlich, abgesehen auch vom Fußballerischen, für uns erstmal eine Reaktion sein musste nach dem Spiel in Greifswald. Und ich glaube, dass wenn wir über junge Spieler reden, dass diese Entwicklung eigentlich jetzt auch in den letzten zwei Wochen relativ gut zu sehen war, dass wir eine Gegenreaktion gezeigt haben, dass wir uns gesträubt haben, aber auch aus Fehlern gelernt haben. Und ich kann halt immer nur eins sagen, es ist leider nur ein Punkt für uns. Wir hätten gerne auch den Dreier eingefahren, aber ich glaube, dass es im Entwicklungsprozess für die Mannschaft relativ stabil ist und man sehen kann, dass es sich anfühlt wie drei Punkte. Und ich hoffe natürlich aber auch, dass wir uns die drei Punkte mit solchen Leistungen verdienen und erarbeiten. Und heute kann ich sagen, dass ich definitiv erstmal zufrieden bin mit der Gegenreaktion und hoffe natürlich aber auch, dass wir uns stetig weiterentwickeln. Und weiterhin natürlich auch viel Erfolg, keine euch in der Schaffnis. Danke dir, Semi. Gibt es von Ihnen Fragen an die beiden Trainer? Boris. Rainer, du hattest von mir verletzt, das blinkt der Ausfälle, wenn ich das richtig sehe. Joey Breitfeld, Alexander Siebeck, Philipp Schulz, weiß nicht, ob der auch irgendwie verletzt war, und Marvin Kleiser. Aber kannst du irgendwas sagen, was die haben, wie lange sie fehlen werden? Joey hat ein Haares im Schlüsselbein. Hat sich verletzt beim Spiel gegen Hertha Berlin in der ersten Halbzeit. Ein sehr wichtiger Spieler für unser Umschaltspiel, der immer für Entlastung sorgt, der immer für Kreativität sorgt, der uns Stabilität gibt. Alexander Siebeck hat seit dem ersten Training, wo ich hier bin, beklagt er sich über Schambeinprobleme und wir konnten ihn einfach jetzt auch nicht mehr fit spritzen, weil das bringt ihm aber nichts mehr. Nicht, dass das chronisch wird, das ist also, da wissen wir gar nicht, wie lange das dauert. Aber auch ein sehr wichtiger Spieler der letzten Saison, der uns einfach noch nie die 100% abliefern konnte, weil er einfach permanent mit Schmerzen gespielt hat. Und das gleiche gilt auch für den Schulle, der hat auch eine Schambeinentzündung, auch eine sehr unglückliche Geschichte. Und Marvin Kleis fehlt, für uns auch ein sehr wichtiger Spieler, gerade für Ballbesitzphasen, der eigentlich auch noch nie länger als eine Woche am Stück trainieren konnte, seitdem ich hier bin. Und deswegen, das sind schon richtig gute Jungs, die da fehlen, in der Kaderbreite natürlich auch dann im Training, die Konkurrenzsituation so ein bisschen
Schwächen, wenn die nicht da sind. Und, aber nichtsdestotrotz, es war heute nicht John Breitfeld, der am Ende das sich ganz anfühlt, dass wir niederlassen, sondern es waren wir. Und wir haben das, trotzdem eine gute, sehr gute Mannschaft hier auf dem Platz, von den Namen her. Und ich muss aber im Spiel auch bereit sein, permanent an den Schweinen ranzukommen. Und den muss ich bekämpfen. Und das gibt mal Tage, da läuft es nicht. Da muss ich rennen, beißen, kratzen. Und das hat gefehlt und nicht die verletzten Spieler heute. Weitere Fragen? Wie ist die bei Ihnen jetzt mit Ennis Hübsch und Garnes führt auch noch? Beide sind jetzt kurz davor, wieder ins Mannschaftstraining mit einzusteigen. Das heißt, also nach einer längeren Pause bei Kütsch seit dem Bochum-Spiel. Im Garnes hatte halt eine etwas kleinere Verletzung, die sich aber schon in die Länge gezogen hat und wird aber jetzt auch voll im Mannschaftstraining wieder mit einsteigen. Wie ist der Stand bei Gunther? Gunther hat natürlich eine etwas schwerwiegendere Verletzung gehabt. Da wollen wir aber auch kein Risiko gehen und den Spieler unnötig in Risiko stürzen und wollen eigentlich etappenweise fungieren. Aber wir gehen auch davon aus, dass es hoffentlich vielleicht in ein paar Wochen soweit sein könnte, dass er mit der Mannschaft mit trainieren kann. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich die Pressekonferenz an dieser Stelle. Danke für Ihr Kommen, Heiner. Euch alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Danke, wir sehen uns.